Willkommen zurück bei Plan B Terraform. Wir machen mal kurz Pause. Ich will euch nämlich ein bisschen was zeigen. Ich habe unsere Versorgungslage deutlich verbessert in New Paris. Wir wollen ja 10.000 Einwohner erreichen. Das hat nicht so richtig geklappt, weil immer irgendwas gefehlt hat. Also entweder war die Abfallversorgung nicht gut genug, Entsorgung, Entschuldigung. Die Abfallversorgung war sogar hervorragend, fast schon zu gut. Die Sauerstoff- oder die Stahlbetonversorgung, die Hightech-Teile haben gefehlt. Ich habe jetzt alles, jede einzelne Produktion von Grund auf aufgerüstet. Bin immer wieder an das eine Problem gestoßen, dass viele der Ressourcen endlich sind. Also gerade Schwefel ist ja leider eine endliche Ressource in dem Spiel. Und meine Hauptschwefelquelle hier oben ist schon fast versiegt. Ihr seht schon, viele der Extraktoren stehen mittlerweile auf dem Trockenen. Die kann man dann auch einfach abreißen. Das läuft nicht mehr so richtig lange, deswegen muss man immer umziehen, neue Produktionsorte erschließen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das laufen soll, wenn man jetzt so eine 10.000 Einwohnerstadt hat. Wie versorgt man die denn dann weiter mit Schwefel, also mit Beton, Stahlbeton, also mit den Dingen, die aus Schwefel beispielsweise jetzt hergestellt werden? Wenn einfach in der gesamten Umgebung kein Schwefel mehr da ist, muss ich dann wirklich vom anderen Ende des Planeten irgendwie den Schwefel rankarren? Das ist schon ein bisschen nervig. Also ich fände es schon gut, ich finde es bei solchen Spielen immer okay, wenn die erste Phase des Spiels erstmal so ist, dass da die Ressourcen endlich sind. Das ist in Ordnung, dass man am Anfang ein bisschen gucken muss, dass man immer neue Ressourcen erschließt. So hat man ja auch eine Motivation, immer neue Ressourcenvorkommen zu erschließen. Aber ab einem gewissen Punkt finde ich es bei solchen Spielen wie diesem immer gut, oder auch bei RimWorld, bei Per Aspera war das auch so, wenn man einfach dann mit sehr hohem Kosteneinsatz eine tiefere Mine bauen kann und den Planetenmantel oder sowas ankratzen kann quasi und dann diese Mine aber unendlich Ressourcen hat, dass man auch mal feste Produktionen an einer bestimmten Stelle durchführen kann und nicht immer ständig alles neu ausbauen muss. Also was ich jetzt letztes Mal gemacht habe, war ja hier unsere Abfallentsorgung komplett auf neue Beine stellen. Die sieht jetzt mittlerweile sehr gut aus, möchte ich mal sagen. Also wir haben fast zu wenig Abfall eigentlich, um hier vernünftig... Also wir haben zu wenig Abfall, das muss man tatsächlich so sagen. Also wir brauchen den Abfall hier vor allen Dingen, um Aluminium zu produzieren. Die Aluminiumstäbe... Oh, wir haben die 10.000 erreicht. Die Aluminiumstäbe werden ja dann wieder zurücktransportiert zur Produktion von Hightech-Komponenten hier unten. Also wenn wir da oben nicht genug Abfall haben, dann haben wir nicht genug Aluminium, dann haben wir nicht genug Hightech-Komponenten. Das ist nicht so gut. Wir haben hier eine sehr ordentliche Sauerstoffproduktion, die hier an der Stelle nicht weitergeht, weil wir nicht genug mit dem Polymer hier nichts mehr machen. Wahrscheinlich... Aber Sauerstoff haben wir eh hier auch genug aktuell. Und ich habe, also das hat ersetzt nicht die Sauerstoffproduktion hier. Die haben wir trotzdem noch, die direkt an der Stadt angebaut ist. Die habe ich jetzt nicht abgerissen. Ich habe nur ergänzt, weil ich brauchte einfach mehr. Ich brauchte mehr Sauerstoff, ich brauchte mehr Stahlbeton. Ich habe jetzt hier ein weiteres, leider sehr kleines Vorkommen an Schwefel erschlossen. Ich hoffe, dass uns das jetzt zumindest mal so ein Stückchen weit bringt. So richtig optimal funktioniert das nicht. Vor allem, weil auch die Stahlstäbe von der Abfallentsorgung nicht mehr so in der Form fließen, wie sie fließen könnten. Wir können aber hier mal die Produktion unterbrechen von Sachen. Machen wir das mal so. Stellen wir mal hier auf Fabriken um. Die können die hier nicht bauen. Dann wird hier weniger Stahl verbraucht. Den brauchen wir jetzt ja mittlerweile da unten. Eigentlich können wir sogar hier... Quatsch, das komplett lassen. Hier muss kein Stahl mehr transportiert werden. Das machen wir jetzt alles für die Stahlbetonproduktion unten. Was sollen wir jetzt erreichen? 30 Grad Temperaturerhöhung. Okay, alles klar. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Wir haben jetzt Kompost... Nahrung. Jetzt brauchen wir erst Nahrung. Ab 10.000 Einwohnern brauchen wir Nahrung. Gewächshäuser. Uiuiui. Okay, also wir brauchen jetzt Nahrungsmittel. Wie stellen wir denn Nahrungsmittel her? Oh Gott, oh Gott. Es geht immer noch weiter. Nahrungsmittel.
Stahlstäbe, Polymerstäbe für Gewächshäuser. Gewächshäuser brauchen garantiert Wasser, oder? Das heißt, wir brauchen auch noch gewinnt Stickstoff und Wasser, produziert weiter, wenn einem eins nicht voll ist. Okay. Gut, aber wir müssen jetzt erstmal ein Gewächshaus herstellen. Wir Polymerstäbe, Stahl brauchen wir noch. Wo kriegen wir denn jetzt hier am dürfsten Stahl her? Den stellen wir uns her, natürlich. Den stellen wir uns her, den Stahl. Und zwar machen wir das hier. So. Nein. Ah, Mann. Ich baue immer an die falsche Stelle. Was? Ach, Mann. Das ist so blöd, dass man die immer überbaut, die Sachen. So. Was? Wieso? Nein, ich habe keine Depots mehr. Nein, es gehen mir tatsächlich die scheiß Depots aus. So, ich mache jetzt Trick 17. Ich reiße jetzt hier irgendwo ein Depot ab, weil ich nicht mehr brauche. Also zum Beispiel... das Depot hier reiße ich jetzt ab. So, dann habe ich nämlich noch eins mehr. das wird mir gar nicht helfen, weil ich brauche ja mehr als ein Depot. Scheiße. Na gut, aber wir stellen jetzt erstmal hier eins... Kompost stellen wir nicht her. Was wollte ich? Stahlstäbe. Stahlstäbe. So, ihr stellt jetzt Stahlstäbe her. Ja, jetzt wäre es nämlich total super, wenn ich... Hier haben wir ja Polymer, das heißt, wir können... Bei Polymer muss ich jetzt die ganze Zeit an Dings denken. an Atomic Heart, was ich gerade spiele. Da geht es ja auch die ganze Zeit um Polymer. Das ist ja das Wundermittel für alles. Für und gegen alles. Das ist natürlich physikalisch bzw. chemisch ziemlicher Blödsinn, aber ist ja auch egal. Videospiele müssen ja nicht immer die pure Wahrheit und nichts als die Wahrheit erzählen. So, wir bauen jetzt mal hier eine Bahnverbindung. Ich habe auch nur noch zwei Züge. Muss auch mal wieder ein paar Züge bauen. Und wir nehmen jetzt erstmal die Standarddinger hier, die Standarddepots. Das reicht jetzt auch erstmal zur Not. Wenn man die alle miteinander verbindet, dann tut das ja nicht weh. Dann ist das ja alles völlig okay. So. Und wo müssen wir hin? Wir müssen hier hinten hin. Zack. Nein, noch nicht ganz. Noch immer noch nicht ganz. Jetzt haben wir es verbunden. So, hier können wir den Wendekreis hinbauen. Gut, jetzt haben wir hier Stahlstäbe. Hier haben wir Polymer. Das ist doch schon mal sehr schön. Das heißt, wir können die Stahlstäbe eigentlich hier abladen. Hier so, Stahlstäbe, Stahlstäbe, Stahlstäbe. Und Polymer haben wir hier auch. Das heißt, wir könnten hier dann in der Fertigungsanlage Gewächshäuser herstellen. Sobald wir das Zeug dahin transportiert haben. Also, Stahlstäbe nach hier. Auch hier so. Und dann legen wir mal los. Ja, ich brauche auf jeden Fall aber mal irgendwo neue Züge. Wie stellt man nochmal Züge her? Woraus bestehen die? Mechanische Teile? Hightech-Teile. Hightech-Teile habe ich aktuell nur hier. Mechanische Teile habe ich hier nicht. Woraus bestehen mechanische Teile? Aus Stahlstäben. Haben wir hier Stahlstäbe? Stahlstäbe haben wir hier auch nicht. Wo haben wir denn eine große Menge an Stahlstäben? Nirgends. Weil Stahl ist aktuell auch nicht so häufig. Hier sind Stahlstäbe. Hier sind Stahlstäbe und hier... So, hier sind Stahlbeton. Ja. Tja, mechanische Teile. Wo kriege ich denn? Ich will gucken, wo kriege ich am einfachsten mechanische Teile und Stahlstäbe nebeneinander her? Wahrscheinlich hier oben, oder? Hier habe ich doch quasi alles beisammen. Dann können wir doch hier jetzt einfach mal mechanische Teile herstellen. Hier lagern wir mechanische Teile. Wo sind sie denn? Hier unten.
So, und dann stellen wir hier... stellen wir hier Züge her. So, dann müsste es doch eigentlich... Ach, fuck, Hightech-Teile brauche ich ja. Nicht mechanische, ich brauche mechanische Teile und Hightech-Teile. Ich trottel, deswegen habe ich ja auch... Ja. Ach, come on, warum ist denn das alles so kompliziert? Warum stelle ich mich denn so doof an? Hightech-Teile, genau, hier. Hightech-Teile habe ich hier unten, mechanische Teile nicht. Das heißt, wir müssen mechanische Teile da irgendwie hin transportieren. Die kommen am ehesten von Eisenerz. Eisenerz haben wir hier unten, das heißt... Das ist weit weg. Das ist ziemlich weit weg, leider. Was wir machen können, ist... Wir brauchen ja nur eine Fabrik hier hinbauen. So, wir haben leider gleich keine Züge mehr. Das heißt, das könnte ein Problem werden. Wir haben jetzt den letzten Zug. Das reicht nicht. Ein Zug zu wenig. Scheiße. Das heißt, wir müssen die hier herstellen. Hier haben wir ja eigentlich auch alles. Wir brauchen nur mechanische Teile, müssen irgendwie dahin gelangen. Und das geht am besten von hier unten. Das heißt, wir... Das ist, glaube ich, am nächsten dran. Das heißt, wir stellen jetzt hier mal mechanische Teile her. So. Mechanische Teile werden jetzt da unten hergestellt. Wir brauchen ja nur ein paar. Wir brauchen ja nur mal ein paar mehr Züge wieder. Und die blöden Polymerstab, Aluminiumstab-Geschichte hier, das müssen wir auch irgendwie hinkriegen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir nämlich hier den Zug, die Bahnlinien hier, die können wir mal verbinden. Die sind ja aktuell nicht verbunden. So, die können wir hier an der Stelle verbinden. Und jetzt können wir hier das abladen, die mechanischen Teile. Die laden wir hier ab. So. Und jetzt brauchen wir unseren letzten Zug, damit die von hier unten hier hin transportiert werden. Ja, dann laden wir die halt da ab. Ist ja auch egal. So, weg damit. Ja, ich habe das zu lange schleifen lassen, keine hochentwickelten Depots mehr herzustellen. Das fällt mir jetzt auf die Füße. Aber zumindest haben wir noch ein paar LKWs. Das ist doch schon mal etwas. Mal wieder, wir mit LKWs arbeiten. So, dann werden die LKWs hier beladen und werden transportieren die mechanischen Teile da nach oben. Da werden sie eingelagert und hier stellen wir Züge her. Dann stellen wir jetzt erstmal wieder ein paar Züge her. Dann wächst halt die Stadt jetzt nicht mehr, aber das ist jetzt gerade auch nicht so wild. Müsste jetzt ja eigentlich funktionieren. Achso, wir haben jetzt nur einen LKW. Wir brauchen vielleicht mehr als einen LKW, Leute. Wie wär's denn damit? Lass uns doch mal ein paar mehr LKWs dahin hinbauen. So, und jetzt müsste dann gleich mal müssten unsere Züge fertig werden. Genau. So, die Aluminiumstab-Polymerstab-Geschichte hier. Ja, an Aluminium mangelt es ja leider auch so ein bisschen. Stellen wir Aluminium eigentlich irgendwo her? Das ist ja hier Fluorid, Aluminiumerz. Gibt es das irgendwo? Das ist hier Aluminiumerz. Gibt's. Haben wir das aber auch irgendwo hier in unserer Nähe? Da ist Aluminiumerz. Hier stellen wir Aluminiumerz also demnach her. Wäre es natürlich total gut, wenn man das dann irgendwie hier hochbekommen würde, ne? Jetzt haben wir ja auch wieder Züge. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt hier eine Aluminiumerzproduktion, also haben wir ja schon, aber wir könnten die noch ein bisschen erweitern. Aluminiumstäbe. Wir machen das jetzt so, und zwar... Wir transportieren jetzt Aluminium. Wo geht denn das jetzt aktuell hin? Sonst wo? Okay, nach hier oben. Warum denn nicht? Warum wird das da nicht hochtransportiert? Das
Das wäre ja an sich jetzt nicht so verkehrt, das könnte man ja hier einfach Depots herstellen. Depot Mark 2. Wieso fahren die LKWs jetzt hier nicht? Kein Aluminium? Achso, weil die nichts mehr produzieren hier, die Dinger. Ja, gut. Dann ist das ja auch irgendwie klar, warum das nicht geht. So, jetzt müssen wir leider mit den schlechten Depots arbeiten, weil wir keine anderen haben. Aber das werden wir hinbekommen. So, hier brauchen wir nichts herstellen. Produziert mal jetzt schön hier. Kinderlein. So, das ist jetzt ist hier alles voll ausgestattet. So, jetzt produzieren die hier das Aluminium. Die Aluminiumstäbe, die werden jetzt nach oben transportiert. Und hoffentlich können wir dann mal wieder ein paar Depot Mark 2 bauen. Ein bisschen dauern, bis die hier oben ankommen. Ja, so, dann jetzt kommen Depot Mark 2, sehr schön. Also wenn wir davon wieder ein Dutzend haben oder so, dann bin ich erstmal wieder zufrieden. Wie viele Züge haben wir? 5. Muss auch erstmal reichen. Denke ich mal, naja, wir können ja mal noch ein bisschen laufen lassen hier, dass wir das... Ach, die Stadt wächst und wächst und gedeiht. Schön. Naja, 10.000 Einwohner. Aber es ist... Also unsere städtische Abfallversorgung funktioniert auch nicht mehr so richtig, weil wir organische Abfälle gar nicht abtransportieren. Da müssen wir uns auch was überlegen. Das heißt, nächste Folge transportieren wir organische Abfälle ab. Und was machen wir noch? Ach ja, wir versorgen die Stadt dann irgendwann doch hoffentlich mit... Nahrung. Es wird langsam sehr komplex. Also ich glaube, wir stoßen jetzt langsam an die Grenze dessen, was ich hier noch leisten kann. Das klingt so albern. Wir stoßen an die Grenze von dem, was ich noch leisten möchte in diesem Early Access Let's Play. Also eine Folge machen wir noch. Da probieren wir uns mal an der anderen Abfallversorgung. Gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen was optimieren können. Aber tatsächlich fängt es an, mir ein bisschen auf die Nerven zu gehen, dass meine Ressourcen ausgehen und meine schön gestalteten, organisierten Transportabläufe einfach nicht mehr funktionieren. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich weiß, das ist jetzt so der faule Aufbauspieler, der will nicht das wieder abreißen, was er gebaut hat oder neu bauen. Aber ganz ehrlich, ich baue hier ein komplettes Transportnetzwerk auf diesem Planeten auf und nach irgendwie 20 Spielminuten muss ich das mehr oder weniger schon wieder abreißen. Also, das macht einfach auch nicht so besonders viel Freude, ehrlich gesagt. Naja, also wir gucken mal. Nächste Folge spielen wir auf jeden Fall noch und schauen mal, was es mit den organischen Abfällen auf sich hat und ob wir vielleicht es sogar noch schaffen, eine Nahrungsproduktion aufzubauen. Könnten wir eigentlich jetzt theoretisch schon machen. Ich baue mal eine. Das machen wir jetzt noch. Mal gucken, was macht die denn? Wir brauchen Kompost und Wasser. Alter Verwalter. Okay. Produziert, gewinnt aus Eis. Also das heißt, wir brauchen Eisfelder. Das heißt, wir müssen... Ist das Eis? Nee. Achso, wir haben ja noch gar keine gebaut. Stahlbeton, mechanische Teile. Müssen wir auch erst noch herstellen. Gut, also Nahrung, mal gucken, ob das was wird. Wo kriegen wir Kompost her? Das wird ist wahrscheinlich aus der organischen Abfallgeschichte. Das heißt, wir müssen erstmal die organischen Abfälle und dann das. Und dann brauchen wir noch Eisproduktion. Uiuiuiui. Wie kriegt man das Eis dann irgendwo hier runter? Das ist ja, also... Alter Verwalter, ich meine, das müssen wir... Das Eis wird ja irgendwo extrahiert an den Polen, an Nord- oder Südpol. Und dann müssen wir ja das Wasser, was dabei rauskommt, irgendwie hier in die Mitte der Map, also die Mitte des Planeten schaffen. Ist jetzt auch nicht so trivial, oder? Und das dann auch noch alles in groß genug Mengen, dass die Stadt vernünftig versorgt wird. Boah, Leute, wisst ihr was? Ich habe ehrlich gesagt genug gesehen. Ich habe das Gefühl... Ich würde das jetzt gerne weiterspielen. Mir macht das gerade richtig Spaß. Ich habe da richtig Freude dran.
wirklich auf eine Art, ist das extrem befriedigend, diese Versorgung sicherzustellen von der Stadt. Es erinnert mich wohlig an Transport Tycoon früher. Ja. Oder auch an, Transport Fever 1 und 2 und Train Fever, jetzt die modernen Spiele aus dem deutschsprachigen Raum. Ich glaube, die sind ja aus der Schweiz, kann das sein? Naja, auf jeden Fall, das ist schon sehr befriedigend. Aber das ist ehrlich gesagt nur befriedigend, wenn Ressourcen ab einem gewissen Punkt mindestens mal unendlich sind. Für mich persönlich. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ich bin eine Pussy, dass ich das jetzt nicht mag, schreibt das da gerne rein. Aber ich habe das Gefühl, ich arbeite die ganze Zeit gegen die Zeit. Und das macht mir bei einem Aufbauspiel nicht wirklich Spaß. Warum arbeite ich gegen die Zeit? Naja, weil ich mit jeder Minute, die verstreicht, die einfach nur meine Stadt versorgt wird, ohne zu wachsen oder versorgt wird, aber unvollständig versorgt wird, verbraucht sie ja Ressourcen, die endlich sind. Das heißt, mit jeder Minute schwinden meine Ressourcenvorkommen, die ich mir so mühsam erschlossen habe mit diesen ganzen logistischen Netzen, die ich hier aufgebaut habe, die ihr jetzt seht hier in der rausgezoomten Variante. Und wenn ich jetzt einfach 10 Minuten das Spiel laufen lasse, was ich sehr gerne mache bei einem Aufbauspiel, dann sind einfach ein paar Ressourcenfelder einfach alle. Und dann muss ich an der Stelle dann die Produktion verlagern woanders hin. Und das Problem ist, wenn die Ressourcenfelder hier in der Nähe der Stadt alle sind, ja, ich habe jetzt hier noch ein kleines, was ich noch angreifen kann, von dem Schwefel zum Beispiel, aber wenn die alle sind, dann ist das nächste halt hier hinten in den Bergen, dann muss ich da halt hin. Und dann, ja klar, kann ich das noch machen, aber das ist ja dann auch eine halbe Stunde später alle. Und wo ist dann das nächste? Hier hinten? Jenseits der Berge? Das wird ja dann immer, ich weiß nicht, das macht doch, mir macht das keinen Spaß, das dann immer weiter, die Bahnlinien immer weiter auszubauen und so. Ich fände das schön, wenn es diese kleineren, wenn man hier die Extraktoren relativ früh einen, so wie auch bei dem Depot, wenn man einen Extraktor Mark II bauen könnte. Und der, wenn man den irgendwo hinbaut, dann hat er da automatisch, solange da noch ein Feld ist, das könnte man ja machen, wenn ich den jetzt hier hinbaue auf ein Feld, wo Schwefel liegt, hier den Mark II hinstelle, also nicht den Mark I, sondern den größeren, der bohrt dann tiefer, das ist ja nur ein Oberflächenbagger, der bohrt dann in die Tiefe und in der Tiefe kann der an der Stelle, es muss an der Oberfläche Schwefel geben, dann kann ich den da hinsetzen und dann ist an der Stelle, verbraucht er nicht die Mineralmenge, sondern dann ist die Mineralmenge automatisch unendlich an der Stelle. Weil dann könnte man nämlich mal feste Produktionen aufbauen. Ich weiß, dass das nicht realistisch ist. Das ist in der echten Welt auch nicht so, dass die Ressourcen unendlich sind. Wenn das so wäre, hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme auf diesem Planeten. Aber es wäre fürs Spiel halt einfach angenehmer. Und dass es keine unendlichen Ressourcenvorkommen in diesem Spiel gibt, also in keinster Weise, dass es da keine bisher, zumindest in den Spielstunden, die ich jetzt hatte, keinen Weg gibt, das irgendwie zu machen. Oder da irgendwie hinzukommen, das frustriert mich ehrlich gesagt etwas. Wie gesagt, der Gedanke, dass die Ressourcen mit jeder Minute, die ich spiele, langsam alle gehen und ich nicht mehr weiterkomme, das frustriert mich. Weil ich das Gefühl habe, dass ich dann halt so unter Zeitdruck stehe und das macht mir keinen Spaß bei so einem Spiel. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wirklich würde mich interessieren, bin ich der Einzige, der so empfindet bei einem Aufbauspiel oder findet ihr das gut, weil es die Herausforderung steigert? Ich habe auch schon nachgeguckt, neulich mal unter Game, ob man irgendwie unendliche Ressourcen einstellen kann, aber das kann man auch nicht, das ist nicht Teil des Spiels. Ja, also ich würde sagen, ich beende jetzt das Early Access Let's Play an dieser Stelle, behalte das Spiel im Auge, weil ihr seht ja, ich habe jetzt schon knapp 10 Folgen gespielt in der wirklich frühen Early Access Version, in der ersten Woche, die das Spiel auf Steam ist. Und das ist noch lange nicht fertig. Lange, lange, lange nicht. Vielleicht machen die Entwickler da an der Stelle noch was. Ich werde das als Feedback auf jeden Fall bei Steam in die Bewertung schreiben, in die Kommentare, dass ich mir das wünschen würde. Wie gesagt, wenn ich da der Einzige bin, von mir aus, dann spielt alle euer Plan B Terraform, dann ist es halt vielleicht nicht das perfekte Spiel für mich. Ich hatte jetzt soweit aber erstmal Spaß und ja, bereue absolut nicht den Kauf dieses netten kleinen Aufbauspiels, das eben für mich persönlich eine kleine Macke hat, die
mich daran sehr stört. Aber ich bin froh, wenn ich sie benennen kann. Also manchmal spielt man solche Sachen ja auch und denkt, warum finde ich das jetzt gerade nicht so gut oder warum gefällt mir das sehr gut? Ist doch schön, wenn man benennen kann, den Finger drauflegen kann, was es ist. Bei mir ist es die endlichen Ressourcen. Eindeutig. Das ist das eine Ding, was mich jetzt gerade davon abhält, hier tiefer einzusteigen und noch weitere Gebäude zu bauen und versuchen, tatsächlich weiterzukommen im Spiel. Wenn da noch eine Möglichkeit reinkommt im Laufe der Early Access Entwicklung, bin ich auf jeden Fall dabei, das nochmal weiterzuspielen. Dann steige ich auch gerne nochmal mit euch in eine Let's Play Runde ein. Ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Und ich freue mich, dass ich es erlebt habe. Und ihr vielleicht auch. Das könnt ihr mir ja nochmal in den Kommentaren sagen, wie ihr zu der ganzen Problematik in Anführungsstrichen steht. Ja, ich war Dennis, das war Plan B Terraform im Early Access und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.